Wir empfehlen Ihnen, das ESC-System nicht zu deaktivieren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Funktion trotzdem deaktivieren möchten. Ja, ich will. Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer Matze. Und zwar heute mit einer etwas ungewöhnlichen Aktion. Und zwar bin ich gerade am Münchner Flughafen angekommen und habe gerade meinen Mietwagen bekommen. Und zwar ist das ein VW Golf R. Genau. Finde ich mega, habe ich Bock drauf. Ich hätte auch andere Autos mitnehmen können, aber ich dachte mir, ich fahre mal was ich nicht so oft fahre. Und deswegen freue ich mich auf die Tour. Es geht tatsächlich nach Südtirol, um Pässe zu fahren dort. Weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Wo ist er denn? Da ist er. Aha. Parkplatz Nummer 511. Ah, das da hätte es alles gegeben. Aber ich habe das da genommen und ich finde, wow, das ist gar nicht so schlecht. Guck mal hier, das R, wie das aussieht. Das mag der Mattes gerne. Also, es geht jetzt nach Südtirol. Pässe ballern mit Drive Elements. Da kannst du tatsächlich als normaler Mensch mit mir zusammen Auto fahren, mit mir zusammen Abendessen, mit mir zusammen ein schönes Wochenende verbringen. Heute ist Freitag, morgen wird gefahren, Sonntag ist wieder Rückreise und dazwischen sind hoffentlich mindestens 8, 10, eigentlich muss man sagen, weltberühmte Pässe. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in das Fahrzeug und gucken uns mal ein bisschen um. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das hier ist die R-Taste. Da verstellst du die Fahrmodi. Okay, genau. Wir wollen wissen, hat dieses Fahrzeug das R-Performance-Paket? Das würde bedeuten, dass er nicht 250, sondern 270 fährt. Und es würde bedeuten, dass er in den Fahrmodi den Spezialmodus hat. Das ist für die Nordschleife. Finde ich sensationell, dass VW sowas macht. Einfach eine Abstimmung hinterlegt in dem Fahrzeug, was für die Nordschleife einfach nur perfekt sein soll. Wir wissen es ja nicht, aber die Idee dahinter finde ich schon so absolut mega. Es gibt nicht nur den Spezialmodus für den Nürburgring, sondern es gibt auch den Modus Drift. Und der wäre natürlich jetzt, sage ich jetzt mal so, für so ein paar Alpenpässe nicht so schlecht. Also, ich würde sagen, wir schalten mal durch, oder? Also, das ist die Taste, die muss bewegt werden. Und dann wird hier angezeigt. Oh no, 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 er hat nichts. Er hat nur Komfort, Sport, Race und Individual. Lieber Herr Vermietklaus, wenn du schon so ein Auto hinstellst, dann mach's doch richtig. Da rotzelt er so ein bisschen tatsächlich. Hört ihr wahrscheinlich nicht, aber ich hör's. Oh. Hallo? Ich freue mich jedes Mal wieder wie ein Kind, Leute. Weil es gibt ganz viele Autos, die das nicht mehr dürfen. Also eigentlich darf es keiner mehr. Alter! Das gibt es ja nicht. Ich lege euch da einmal raus, okay? Ganz vereinzelt, ne? Habt ihr gemerkt, er macht das jetzt nicht so die ganze Zeit. Vielleicht ist das der Grund, warum die das dürfen und andere Autos nicht mehr. Aber ist auch egal, wir fahren jetzt mal los. Wenn wir jetzt nicht losfahren, dann kommt der Mattes zu spät. Und wir wollen ja fahren und wissen, wie das Ding in den Serpentinen geht. Also im Stand war lauter, ne? Hi. Jetzt aber schnell weg hier, du. So, wir haben die Schranke erreicht, der halbe Tank ist leer. Erstmal wieder tanken gehen. Also 320 PS, 4,7 von 0 auf 100, 250 km/h Spitze. Und das Ganze für um die 50.000 Euro. Ihr sagt ja immer ganz viel, ne Matthias, fahr doch mal was Normales, fahr doch mal was für einen Fahranfänger. Mit was fängt man denn an, wenn man Bock hat auf Autofahren?
Jetzt ist das hier viel zu teuer natürlich, aber vielleicht ist der Leasing eine Option und vielleicht, keine Ahnung was, ne? Kann man den auch gebraucht schießen. Deswegen, so ein Golf R mal Probe zu fahren, ist da sicher nichts Verkehrtes. Und deswegen machen wir das jetzt auch einfach. Ich bin ganz gespannt auf das Auto, weil ich weiß einfach nicht, was mich erwartet. Auf den ersten Metern gefällt er mir gut, weil er ist so ein bisschen wie der GTI, den ich liebe, nur halt mit mehr Power. 320 Pferdchen und das ist halt für so eine kleine Hütte gut. Allradantrieb hat er, deswegen wird er sicher sehr, sehr gut gehen. Jetzt durchbeschleunigen. Wow! Die den Ruck gesehen? Sollen wir mal Navigation ausprobieren? Neues Ziel eingeben. Land ändern. Italien. Italien. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. St. Vigil in Enneberg. Enneberg, St. Vigil. Bitte nennen Sie die Straße. Zentrum. Gute Fahrt. Okay, das war jetzt sehr, sehr gut. Da habe ich jetzt wirklich keine Einwände. Und wie dieser Motor geht, habe ich auch keine Einwände. Der macht Spaß. Das ist der vierte Gang und guck mal, wie der anreißt. Vierte Gang bei 100. Und dann macht er so ganz leichte so. Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. Mache ich, Hase. Alter, der geht aber richtig gut. Ja gut, was freust du dich so, Matthias? Der hat auch 320 PS. Ja, das stimmt, aber heutzutage sind 320 PS einfach nicht mehr so viel. Wenn du vor 15 Jahren 300 PS gehabt hättest, dann wärst du der King of the Road gewesen. Und alle hätten gesagt, Alter, das ist so eine krasse Bude. Weißt du, ja, dort war der mit 300 PS und so. Ne? Und das ist halt heutzutage, ist das, gehört das quasi mit zum guten Ton, 300 PS zu haben. Und deswegen, und die Karren sind vollgepackt mit aller Sicherheitstechnik und sind halt dementsprechend auch schwer. Und deswegen freue ich mich gerade darüber, dass dieser Golf R mit 320 PS mich ordentlich in den Sitz reinpresst. So, Freunde, es ist soweit. Wir sind angekommen. Es hat sich leider das Wetter so leicht geändert. Wie ihr seht, hat es Gewitter gegeben. Ich bin am Fuße des Würzjoch und da fahren wir jetzt hoch. Genau. Und danach wissen wir, wie dieser Golf R fährt, ob er ein würdiger Kurvenräuber ist, ein würdiges, naja, in Anführungszeichen Anfängerauto. Bin sehr gespannt, wie er sich verhält. Jetzt bei der Nässe könnte natürlich oder wird sicherlich der Allradantrieb zum Tragen kommen. Und deswegen, genau, los bitte los, wir starten. Also, ja, das haben wir schon mal. Reifendruckverlust ist nur minimal. Ganz entspannt. Dann gehen wir hier auf den Mode. Wir gehen auf den Race Mode. Und dann fahren wir los. Übrigens hier, Schaltwippen, ne? Habe ich noch gar nicht gesagt. Bum, bum. Die sind sehr, sehr groß. Also das ist ziemlich cool, weil man eine große Fläche hat, wo man drücken kann. Auch hier Minus. Also das wird auf jeden Fall gut funktionieren. Und jetzt geht's ab. Also ich habe da vorne in die Anzeige mal reingemacht. Drehmoment und Leistung. Ist ganz lustig, glaube ich, das mal gleichzeitig zu beobachten. Jetzt schauen wir mal hier die ersten Kurven. Hier ist es sehr, sehr eng. Das ist das Schöne an den Dolomiten. Und ich kenne diese Strecke ehrlich gesagt nicht. Aber wir geben trotzdem mal ein bisschen Gas, würde ich sagen, oder? So, wird er mir beim Heck helfen? Wird er das Heck rausdrücken beim Beschleunigen? Oder beim Anbremsen? Wird er lustig sein? Wird er über Kuppen so drüber tänzeln und Spaß machen? Oder wird er ein bisschen zu sicherer, ein bisschen leicht langweiliger Kollege sein? Da hat es geblitzt tatsächlich. Also nicht Verkehrsblitze, sondern ein richtiger Blitz. Übrigens Verbrauch bis dahin 7,2 Liter. Wir gucken nachher drauf, wenn wir oben sind, was der Verbrauch danach sagt. Was schon mal krass ist, wie viel Traktion das Auto hat. Also auch beim Bremsen. Wir haben hier leicht rutschige Straße. Ihr hört, dass es regnet. Und trotzdem liegt der gut. Ich habe jetzt keinen Schiss irgendwie. Oh, da war das Heck. Le Eck. Oder wie sagt der Italiener? Ah, das ist jetzt natürlich doof, ne? Thank you.
langweilig. Das geht sehr, sehr schnell. So, also es gibt für dieses Fahrzeug noch das Paket R Performance. Was dafür sorgt, habe ich anfangs schon gesagt, dass die Bude nicht mehr 250, sondern 270 läuft. Muss vielleicht als Fahranfänger, um jetzt darauf noch mal ein bisschen rumzureiten, nicht unbedingt sein, so schnell zu fahren. Weil wenn du 270 fährst, auch 250, auch 230, also das ist einfach eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Und ich weiß noch, als ich damals das erste Mal selber über 200 gefahren bin, da habe ich wirklich Angst gekriegt. Also nicht Angst, das ist natürlich bei mir so gewesen, dass ich mich unfassbar gefreut habe, aber ich habe gleichzeitig auch einen heiden Respekt gehabt, weil du bist das einfach als Körper und als Gehirn nicht gewöhnt, dass du dich mit deinem Körper so schnell bewegst durchs Land. Und deswegen, Leute, mein ganz warmer Appell, macht einfach keinen Quatsch auf der Straße, überschätzt euch nicht. Autofahren ist sehr, sehr gefährlich. Es ist sehr, sehr schön und sehr, sehr lustig, aber es ist auch sehr, sehr gefährlich. Und deswegen tastet euch wirklich langsam ran. Schaut, dass ja, die Straße einfach leer ist, wo ihr fahrt. Haltet euch aus irgendwelchen Contests raus. Straßenrennen kannst du einfach vollkommen vergessen. Fahrt auf irgendwelche ADAC-Übungsplätze. Da könnt ihr euch rundenzeitenmäßig irgendwie einschenken. Aber auf der Straße zu gucken, welches Auto schneller ist, das geht überhaupt gar nicht. Null Toleranz. Das gibt es nicht, Leute. Das machen wir nicht. Okay? Jetzt können wir vorbeifahren. Hört ihr den Sound? Das ist schon so ein bisschen so ein Fauchen in den höheren Drehzahlbereichen. Das hört sich cool an. Also es hört sich halt nicht nach einem 4 Liter V8 an, weil kein 4 Liter V8 ist. Ne? Aber ich finde den Sound okay. Wir wissen alle, dass das designt ist und wir wissen alle, dass das irgendwie leiser sein muss als vorher. Wir sind im Jahr 2021 unterwegs und deswegen müssen diese Autos so leise sein. Aber ich finde den Klang dafür echt gut gelungen. Und das ist auch ein großer Job, den die Autohersteller alle machen müssen. Ne? Wir hatten jetzt letztens den M5 CS, der ist auch leiser geworden. Er ist einfach leiser, das muss man so sagen. Und das ist aber halt Vorschrift und deswegen muss man entweder nach Dubai ziehen oder sonst wohin, damit die Karren wieder lauter sein dürfen. Diejenigen, die mich verfolgen, die wissen ja so ein bisschen, dass ich ein großer Fan vom Audi S3 bin, weil ich da mal so ein Erlebnis hatte, wo ich auch hier in den Dolomiten mit Allradantrieb bei Schnee und so weiter und so fort richtig hacken war. Und das macht so eine Laune mit Allradantrieb, weil du bist hier ja sowieso nicht ständig am Driften. Klar mag ich Heckantrieb mehr, aber für so ein Gelände, für diesen Zweck ist ein Allradantrieb einfach die beste Form, weil du am meisten Traktion hast und nicht überrascht wirst vom Heck. Also hoffentlich ein bisschen, wir gucken mal. Nee, da war noch nichts, obwohl das der zweite Gang war. Was halt definitiv ein Fakt ist, ist, dass der neutrale ist, ohne Ende. Das macht ultra Laune. Du hast hier nicht das Gefühl, dass du mit einem Fronttriebler unterwegs bist, weil wir das auch nicht sind. Und das macht ultra Laune. Macht wirklich Spaß. Schreibt mal bitte in die Kommentare, also wenn ich so auf Reisen bin, ne? Früher hat man ja auf Reisen immer in die anderen Autos reingeguckt. Also ich zumindest. Und also mir fällt eine Sache, ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass man guckt sich nicht mehr an während des Autofahrens. Also früher, weiß ich noch, wenn wir auf Reisen waren, dann hast du immer ins Auto reingeguckt, hast geguckt, ne? Ah, ist da ein süßes Mädel drin oder keine Ahnung was, ne? Aber das macht man heutzutage offensichtlich nicht mehr. Also ich mache das immer noch, aber also jetzt nicht wegen Mädels, sondern wegen Jungs, ne? Ihr wisst ja, wir sind hier genderneutral unterwegs auf meinem kleinen Kanal. Nee, ganz im Ernst, also ich gucke immer noch in die Autos gerne rein, weil ich einfach gerne Menschen sehe. Aber die Leute gucken nicht mehr. Was ist denn das? Liegt das vielleicht daran, dass ich in einem Golf unterwegs bin und nicht in einem Lamborghini Aventador Roadster? Könnte sein. Nein, aber ich wirklich, die Leute gucken sich nicht mehr an. Es wird auch nicht mehr geflirtet auf der Autobahn. Was ist denn da los? Schreibt es bitte mal in die Kommentare, ob ihr das genauso findet oder ob euch das nicht interessiert, ob ihr lieber als Beifahrer am Handy rumdaddelt und da euch Partner sucht. Schreibt es bitte mal in die Kommentare rein, ob ihr das genauso empfindet, dass auf der Straße nicht mehr geflirtet wird.
Das finde ich, ich prangere das an. Ja, ist doch einfach nett, wenn man mal da reinguckt und dann denkt man sich, ach, guck mal, der ist doch nett. Und dann grinst man und dann grinst der andere zurück und fertig ist. Ein so ein großer Parkplatz wäre halt gut, ne? Wo wir einmal ausprobieren können, ob der, auch wenn er keinen Drift-Mode hat, trotzdem Drifts zulässt. So, also in der Einstellung Race spürt man schon, dass das hier ein verkappter Sportwagen ist. Alter. Junge, seht ihr das? Krass. Also das Fahrwerk ist definitiv knackig. Auf den ausgebauten Straßen ist das super. Aber hier auf den schlechten Straßen merkst du einfach, okay, da ist der Dämpfer auf hart. Und das ist auch gut so. Würzjoch. Er geht hinten rum. Ist das göttlich. Jawollo. So habe ich mir das vorgestellt. Einsteigen, gegenlenken. Nicht ganz so. Ja, dafür brauchst du einen Mercedes und einen BMW. Aber das macht schon sehr viel Spaß hier. Na gut, es könnte eine langweilige Rauffahrt zum Würzjoch werden, wenn er jetzt die ganze Zeit vor uns bleibt. Aber so ist das halt, ne? Ich habe euch bewusst mal mitgenommen auf einen Roadtrip mit Matze Malmedy und habe euch die ganz langweiligen Sachen erspart auf der Autobahn mit 100. Das braucht ihr nicht zu sehen, weil das wisst ihr, wie das ist. Aber wie das hier aufs Würzjoch hoch ist, das wissen wir erst, wenn wir oben sind. Jo, wie angekündigt, haben wir jetzt einen kleinen Stau, weil der dürfte gleich vorbei sein. Mir ist gerade eingefallen, dass natürlich der Stau die perfekte Möglichkeit ist, um einen Fußtest mal wieder durchzuziehen, ne? Also, jetzt ist ganz unten, mal ein bisschen nach hinten, hier ein bisschen nach hinten, Scheibe runter. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das nicht ganz so gut geht wie im Jahres-GR. Du kannst nicht entspannt einfach gerade raushängen. Fußtest würde ich jetzt dann mal sagen, nicht bestanden. Was machst du, wenn hier einer entgegenkommt? Das ist ja viel zu eng. Es sind hier immer wieder so kleine Ausbuchtungen. Aber das ist es dann auch. Ah ja, okay, einlenken geht auch. Das Coole ist, dass wirklich relativ wenig Einflüsse in der Lenkung zu spüren sind. Was ja bei einem Fronttriebler normal ist. Und das haben sie dem hier komplett irgendwie weg ignoriert, dass der wirklich, wenn du jetzt wie gerade eben im ersten Gang da aus so einer kleinen Kehre rauskommst, da zerrt er nicht so und reißt irgendwie in jede Richtung, sondern er geht wirklich stur in die Richtung, die du ihm vorgibst. Fährst in die Kurve rein, hast du auch nicht zu viel untersteuern. Also ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Rennstrecke ist, ne? Aber hier fährst du ja ein bisschen anders. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ist das super. Bremse hat ein klasse Gefühl, schön dosierbar. Und genau das ist es. Das wollte ich wissen. Kann er das? Das war jetzt eine schnelle Wechselkurve. Da kannst du ihn reinwerfen und er geht rechts, links, bam, 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 wie so ein Skifahrer. Der hat richtig Bock auf die Kurven. Und das ist auch nicht normal. Früher war das echt anders, ne? Ja, da war jetzt schon untersteuern. Das war aber auch eine rutschige Ecke. Aber auch alles jenseits davon, irgendwie gefährlich zu sein, wo du dich überrascht fühlst und denkst so, oh mein Gott, warum fährt dieses Auto nicht die Kurve? Und er fährt dann doch die Kurve, aber du merkst, okay, das ist jetzt das Limit. Hier muss ich ein bisschen langsamer fahren beim nächsten Mal. Jawohl, der Koffer fliegt im Kofferraum durch die Gegend. Genau das, genau das. Also, wunderschöne kleine Bergstraße, wunderschöner kleiner Golf R. Und jetzt guckt euch mal das Panorama an hier. Alter. Das sind die Dolomiten. Stellt euch das jetzt mal vor mit Sonnenschein. Guck mal, wo du hier die ganze Zeit hinguckst. Du fährst über diese Straßen und du hast die ganze Zeit diese Ausblicke. Das ist einfach nur göttlich. Wer noch nicht hier war, ihr müsst das mal machen. Das ist so schön. Guck mal hier, der Jonishof. Da haben sie so eine Bank hingezimmert. Was du da für einen Ausblick hast, ey. Guck mal, sitzt du hier?
Und da unten, da sind wir, glaube ich, losgefahren. So ungefähr. Richtig schön. Und der hier, hä? Guck mal. Hallöchen. Akrapovic gibt es für den übrigens auch noch. Hier so ein angedeuteter Diffusor. Bisschen dreckig ist der Kollege auch schon geworden. So mag der Mattes das. Er sieht schon gut aus, ne? Den ganzen blauen Akzenten. Hier die R-Bremsanlage. Hockenheimring, sage ich mal so. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Aber zum Pässe fahren ist das sensationell. Bei unseren Touren hier, die ich morgen mache, da war auch mal ein A45 AMG dabei. Und der Typ hatte eine riesengroße Freude an diesem kleinen Giftzwerg. Grüße gehen raus übrigens an den Grünen. Ja, das Ding mit seinem Allradantrieb, das hat mit den ganz dicken Autos mitgehalten, weil so ein ganz dickes Auto musst du halt auch erstmal pilotieren, das musst du erstmal fahren auf so einer Straße hier, wo eine Kurve, ihr seht das ja, eine Kurve nach der nächsten, und da musst du mit so einem Auto auch erstmal umgehen können. Alter Schwede, bringt das einen Bock. Schöne kleine Pocket Rockers. Da gibt es ab durch die Pfütze hier, anbremsen, da muss man langsam machen, wenn da jemand kommt. Auch da hat er im Ansatz so leichtes Untersteuern gehabt und dann hat er gemerkt, ey, der Malmedy, wo müssen wir lang? Rechts, links, rechts, rechts. Der Malmedy, der will Gas und dann ändert er eben die Kraftverteilung. Also ich sage, mit dem Auto hier machst du ganz viele andere, viel größere Ballermänner nass. Ey, wollen die mich veräppeln hier? Ist jetzt Schotter oder was? Na gut, ist vier Motionen, ne? Vier Motionen macht Emotionen und geht auch auf den Schotter. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, der R macht wirklich Laune. Das Auto kannst du hier durch die Gegend schmeißen, ist eine richtig schöne Pocket Rocket. Allradantrieb, Allradantrieb verteilt die Kraft richtig gut. Ja, die Kamera wackelt, ich weiß. Und du hast jederzeit Traktion, das ist sensationell. Die 320 PS reichen hundertprozentig aus für jegliche Art. Ey, das ist sensationell, wie viel Traktion der hat. So, also da vorne ist ein schöner Parkplatz, wo kein einziges Auto steht. Was machen wir da? Ja, wir müssen das jetzt einmal probieren. Einmal kurz gucken, ob der Kollege quer geht oder nicht. Oder ob er jämmerlich... Oh, ersten Gang, oder? Naja, so ein bisschen, ne? Probieren. Also er lässt so ein bisschen das Heck durch, aber nicht so richtig. Also es gibt halt nicht so eine richtige manuelle Gasse. Jetzt geht drauf. Und dann schaltet er den zweiten Gang. Das ist nicht gut. Okay, macht nichts. Ist egal. Also das war jetzt leider nicht so hundertprozentig cool, weil er tatsächlich dann den zweiten Gang reingemacht hat. Und im zweiten Gang hat er dann einfach zu wenig Leistung. Aber so ein bisschen hat man es gesehen, ne? Wie er schön das Heck rauslässt. Und ja, ich glaube, dass man im Winter damit schön fahren kann. Dann arbeitest du ja auch viel mit der Bremse. Lässt sie mal so ein bisschen rutschen auf der Bremse, dass er einlenkt und dann gehst du ans Gas. Also ich glaube, dass dieses Auto im Winter tatsächlich noch mehr Spaß macht. Traktion gut, einlenken gut. Er hat so ein ganz, ganz leichtes Einlenkuntersteuern, damit du einfach weißt, okay, was habe ich hier für ein Gefühl an der Lenkung? Ne? Habe ich da vorne noch Traktion an der Vorderachse oder habe ich es nicht? Das spürst du dadurch sehr, sehr gut. Und nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ist das ein gutes Anfängerauto? Also Anfängerauto in ganz großen Anführungszeichen. Da muss ich das mit 100% Ja beantworten, weil das Auto dich nicht überrascht. Aber es gibt dir ultra viel Freude. Und auf so einem Geläuf wie hier gibt es eigentlich fast kein besseres Auto als so ein Hatchback mit Allradantrieb. Ich fahre morgen mit einem Cayman GT4 und da hast du, glaube ich, tatsächlich Probleme. Ich meine, die haben Ultra-Traktion, aber wenn es so nass ist wie jetzt, ist das dann natürlich auch wieder alles relativ, ne? Das ist das, was ich an den Dolomiten so liebe, Leute. Eine Kurve nach der nächsten, jede Straße ist anders, die eine ist mega ausgebaut, Würzjoch ist eher nicht so gut ausgebaut, aber genau das ist es, was den Reiz ausmacht, weil du hier wirklich das Auto rannimmst. Da kommt es wirklich mal an die Grenzen, das Auto. Da rutscht nicht so einigermaßen entspannt mit 90 über die Landstraße, sondern hier ist die ganze Zeit zweiter Gang auf dem Würzjoch.
vielleicht mal die dritte Welle, hier wieder eine ganz langsame Sektion, wo du auch ein bisschen auf Linie fahren kannst, weil du reingucken kannst in die Kurve und siehst, ob jemand entgegenkommt. Ist das geil. Alter Schwede, ich flipp komplett aus. Also ist echt gut. Und da war jetzt wieder so, ne? Ihr seht das nicht von außen, weil wir haben keinen Kameramann dabei, der hier 5000 Kurven abfilmt. Aber da war es wieder so, weil da war eine kleine Bodenwelle und da hat es ihn versetzt, weil ich war eingelenkt und auf der Bodenwelle hat es ihn so versetzt, aber halt nicht so, dass es so boom und du musst wirklich zaubern und gegenlenken, damit du das Auto rettest, sondern er lenkt mit, er ist playful, er spielt, er macht Spaß und mit dem Ding kannst du wirklich richtig Alarm machen. Guck mal, wir sind immer noch nicht oben. 3,5 Kilometer haben wir noch. Na, dann genießen wir die mal, ne? Wenn wir oben sind, sind wir fertig. Genial. Wirklich enge Kurve, keine Traktion, bisschen Rollsplit auf der Straße. Die Hinterachse geht so ein bisschen durch, aber du hast halt Traktion und du wirst nicht überrascht. Hier. Ich bin voll am Gas geblieben. Voll am Gas. Da würdest du mit dem Hecktriebler so das Gaspedal massieren, damit du da irgendwie durchkommst, ohne dass du das Ding in die Leitplanke setzt oder da oben in die schöne Wiese rein. Und hier kannst du voll am Gas bleiben. Volle Lotte. Auch der Motor, ne? Der hängt richtig gut am Gas. Du hast jetzt nie so das Gefühl, dass du irgendwie ein Turboloch hast, dass das irgendwie nicht geht, das Ding, dass du den irgendwie prügeln musst. Du kannst auch rein theoretisch im Automatikmodus fahren, aber wenn du ihn selber an die kurze Leine nimmst, so wie ich jetzt gerade, jawohl! Dann kannst du wirklich hämmern und du hast immer Leistung. Leistung ohne Ende. Wahnsinn! Jetzt müssen wir gleich aussteigen. Das ist ja der Oberhammer. Das ist ja der absolute Oberhammer hier. So muss ein Heck aussehen, Leute. Schön benutzt, schön durch den Dreck gefahren. Absolut herrlich. So, das Schöne ist da. Das schwenke ich jetzt mal hin, ne? Soll ich? Guck mal, wie schwarz das da hinten ist. Alter, geht's noch? Ist das unglaublich? Ist das schön? Das ist doch Wahnsinn. Das sind die Dolomiten, Leute. Seht ihr, wie bumpy die Straße ist? Sieht man das? Genau dafür liebe ich die Dolomiten. Das ist unglaublich. Das Panorama. Du fährst hier durch die Gegend. Du hast wirklich immer einen ultraschönen Blick. Wenn du dich jetzt hier umdrehst, dann hast du hier Teletubbyland. Hallo. Teletubbyland. Heidi. Und dazwischen diese wunderschönen Straßen. Das ist einfach unglaublich. Jedes Mal ist das für mich was ganz Besonderes. Es ist wie Urlaub. Also es ist Urlaub eigentlich. Und deswegen, ich bin immer sehr, sehr gerne hier. Und wir kommen jetzt mal zum Fazit mit dem kleinen Golf R. Das Auto, das geht. Das Auto ist ein Kurvenräuber. Das Auto bringt dem Matze Spaß. Ja, sieht doch schon auch gut aus, ne? Muss man jetzt schon auch mal sagen. Und um die anfangs gestellte Frage noch mal zu klären, ist das jetzt ein Auto für Anfänger? Also für Anfänger ist das schon ein krasses Auto, ne, mit 320 PS. Aber das Auto ist so sicher und so präzise und macht so viel Laune, dass das eigentlich für alle gut ist. Das ist wirklich ein Auto, das macht jedem Spaß. Das Ding liegt gut, lenkt schön ein. Klar, dieses leichte Untersteuern, aber es ist normal. Ja, wenn du sowas nicht haben willst, dann musst du dir, obwohl mit dem Cayman oder mit dem 911 hast du auch Turn-in untersteuern, weil die Autos natürlich auch irgendwie auf Sicherheit ausgelegt sind. Das Ding hat halt immer Traktion. Bei solchen Witterungsbedingungen, so leicht feuchte Straße, bist du mit dem Auto der Gott. Ohne Quatsch, da fährst du mehr oder weniger alles mit in Grund und Boden. Meine Meinung. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Morgen ist der GT4 an der Reihe und hinter mir fahren, ich glaube, 17 Automobilisten, die richtig Bock haben auf diese Straßen da und auf dieses Panorama. Ich freue mich drauf. Also, danke fürs Zugucken. Tschüss, euer Mathis. Ciao.